Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fables FNAF 2. Ich habe letzte Folge bis zur Nacht 4, also bis zur Nacht 3 geschafft und habe die Nacht 3 auch geschafft. Jetzt bin ich bei Nacht 4, bla bla. Ich würde sagen, ich warte nicht viel und gehe direkt rein. Leute, wie schwer sind die Leute diesmal? Verwirrt, was das da gelabert hat. Aus irgendeinem Grund spruppelt das Spiel. Es laggt. Ich wollte gerade sagen, aber stehst du immer noch rum. Laufen hören. Krabbeln. Ja. Super, der. Schleichen dich schon so rum, dass man dich nicht hört. Super. Thank you.
Flaschen fast leer. Ich liebe es. Perfekt. Conny, yeah! Was machst du hier? Piss dich. Piss dich. Piss dich. Ich fürchte, das wird was. Hallo, hallo! Hey, hey, good job, night five. Keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know. Especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move into the day shift. The position just became available. We don't have a replacement for your ship yet, but we're working on it. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Red Bear's Family Diner or something like that. It's closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. We'll just get through one more night. Hang in there. Good night. Hello. Red is the Freddy Family Diner. Jetzt checke ich, warum alle immer sagen so, ja, dass, warum die Timeline von FNAF da ein bisschen anders ist als die Teile von, ach egal, ich bin mal ein bisschen. Ich sag mal einfach so, FNAF 1 ist eigentlich sozusagen für die Timeline nicht FNAF 1. Sondern wahrscheinlich eher FNAF 4. Ich meine, diese Theorien habe ich, weiß ich, schon seit mehreren Jahren, aber die nochmal selber herauszufinden oder nochmal selber zu hören und merken, so, jo, ich habe recht, ist auch wieder eine andere Stufe, würde ich mal sagen.
glaube, ich werde bei Custom Night dann einfach direkt 2020, nee, das heißt Gold Trading Mode, heißt es ja. Weiß ja noch. Ja, ich habe das Spiel schon, keine Ahnung, gefühlt mal durchgespielt und. Sieht nicht wirklich gut aus, wenn er jetzt schon wieder kaum bei der. Digga. Immer mit der Ruhe, ey. Immer mit der Ruhe. Excuse me. Hallo. Hallo. Junge. Absolut unfair, ne? Boah, der springt durchs Monitor, der. Ja, was war das? Hä? Also, an meinem PC kann es nicht liegen. Also, hoffe ich zumindest nicht. Mein PC ist eigentlich gut genug dafür, eigentlich, um das auszuhalten. Oder? Ich weiß gar nicht. Vielleicht liegt es auf der Aufnahme. Ich weiß gar nicht. Aufnahmeprogramm. Naja, geil. Ich versuche das nochmal. Scheiße, Digga, was ist das Wesen, Digga? Junge, Alter. Obwohl, stimmt, ich habe ja geguckt. Ich bin auch der Allerhellste, eigentlich. Huh. Oh, hi. Ich hab mit dem nicht gerechnet, aber gut. Ich hab ja, glaube ich, bei
bei Fluff 1 gesagt, beim letzten Teil, Ende des Videos, habe ich ja eben erwähnt, dass ich eigentlich nur bis Nacht 6 mache. Ist spontan wieder eingefallen, ja, ich bin auch wieder alle Hälfte. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach so, kleine Planänderung, weil ich möchte maximal 3 Videos mal pro Teil machen. Maximal, dass mindestens 3 Videos zur Stunde kommen. Werde ich einfach dann, wahrscheinlich dann sogar in der nächsten Folge. Einfach nach 6 und Custom Light spielen. Punkt. Ich meine, ich bin. Also, ich flex ungern bei manchen Dingen, aber ich bin ein bisschen zu gut, könnte man sagen, für FNAF 2. Bis auf einige Ausnahmen. Also ansonsten bin ich einfach. So gut, dass ich mehrere Nächte in einer Folge packen kann. Bei FNAF 1 habe ich selten gespielt, deswegen kann ich ja auch ein bisschen schlippteren. FNAF 3 habe ich, ich sag mal so, mittelmäßig irgendwas gespielt. Beziehungsweise habe ich erst vor kurzem so richtig noch gespielt. FNAF 4 habe ich, na gut. Jeremy Fitzgerald und $150. US-Dollar? I don't know. Dollars. $100 and 50... What the fuck, der? Ja, gesagt, ich werde in der nächsten Folge die 6. Nacht machen. Damit 3 Folgen vorankommen. Zumindest schnell kommen. Ja, gut. Ja. Würde ich einfach sagen, beende ich jetzt hier die Aufnahme und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.